Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Bist du eigentlich rund um die Uhr so auf dem Unterhaltungsmodus, wo du dir sagst, da muss doch richtig was auf mich einprasseln, so. Ich möchte eigentlich, wenn ich so morgens aufstehe um 7, 8 Uhr, dann möchte ich eigentlich ganz gerne, ja, dass ich auch so, wie ich aufgestanden bin, wieder ins Bett gehe. Das ist nämlich so die Eigenschaft von Persönlichkeiten da draußen, die stellen sich gar nicht die Frage, was muss überhaupt über den Tag hinweg passieren? Was muss ich eigentlich abstreichen? Wo kann ich ein Häkchen hintermachen, weil ich es gelöst habe? Viele sagen sich einfach nur, hey, wieder ein neues Morgenerlebnis, ein neuer Tag. Jetzt kann ich mal wieder richtig schön großzügig nichts machen. Und was bringt dir diese Denkweise? Stell dir doch einfach nur mal die Frage. Du könntest natürlich jetzt dabei gehen und sagst dir, ey, ich habe 365 Tage im Jahr Urlaub. Genial. Dann hast du richtig das Leben verstanden. Weil das große Problem ist, du hast gar nichts verstanden, sagst dir aber, weil du mit tollen Leuten, die gleichwertig sind, so wie du jetzt aktuell, sagst dir dann auch noch, hey, das ist auch super, hey, die sind immer den ganzen Tag präsent bei mir und ich kann das alles abrufen. So schön, so richtig. Mein Wohlfühltakt, der ist immer gehalten. Weil wenn du dann mit offenen Augen mal nach draußen gehst, dann siehst du immer mehr, wie die Menschen richtig schön sich Sachen einreden, um zu sagen hier, hey, mir geht's gut, ich bin der Tollste sowieso und überhaupt. Wo man sich dann einfach nur die Frage stellen muss, und was hast du am Tagesende erreicht? Ich könnte dir gar keine Antwort drauf geben, weil das Problem ist, das findet hier statt und das nimmst du mit den Augen wahr. Und da fängt das große Problem an. Mach dir mal Gedanken darüber, was du morgen den ganzen Tag über schaffen möchtest. In diesem Sinne, bis dann.